Es ist Zeit wieder für ein wenig Retro-Feeling hier auf diesem Kanal und deshalb habe ich den Atari Flashback an meinen Fernseher angeschlossen und wir spielen heute ein Klassiker und zwar Asteroids. Und ich werde auch bei diesem Spiel die Rückspultaste hier und da mal einsetzen, weil manchmal hat man gar keine Chance irgendwie auszuweichen. Und damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen müssen heute, werde ich diese Taste zwischendurch mal einsetzen. Und ja, genug der Worte, wir fangen an. Für Leute, die dieses Spiel nicht kennen, Asteroids, ich meine, kam 1979 auf den Markt. Und es handelt davon, wir steuern ein Raumschiff und müssen diese Asteroiden, die uns da gerade hier über dem Bildschirm sich bewegen, abschießen. Und wenn wir das tun, dann zersplittern die zu kleineren Asteroiden. Auch die müssen wir wieder abschießen, dann werden die wieder kleiner und dann beim nächsten Schuss sind sie dann verschwunden. Der Bildschirm, der ist, ich sag mal, der, das ist so ein Übergang, also wenn links die Asteroiden oder wie mit unserem Raumschiff, wenn wir links aus dem Bildschirm rausgehen, kommen wir rechts wieder rein. Und was habe ich noch vergessen? Genau, wenn wir uns bewegen, wir können mit dem Joystick, wenn wir den nach vorne drücken, dann geben wir so ein bisschen Schub. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil am Anfang braucht ein bisschen, bis das Raumschiff aus dem Quark kommt. Und wir können uns natürlich einmal um die eigene Achse drehen. Und wenn wir den Joystick nach unten drücken, dann setzen wir Hyperschall ein. Und das heißt, wir verschwinden von der Stelle und kommen dann irgendwo wieder heraus. Wir wissen halt nur nicht wo. Dieses Hyperschall kann man einsetzen, wenn man umringt von Asteroiden ist und auch keine Chance mehr hat auszuweichen. Ist so die letzte Möglichkeit, den sicheren Tod zu entrinnen. So, ich glaube, das war irgendwie doch ein bisschen plausibel und wir fangen an. So, es ist wichtig, sich ein wenig zu bewegen, aber nicht zu viel. So, wie man sieht, rechts gehen die aus dem Bildschirm raus, die Asteroiden. Und links kommen sie wieder rein. Und deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen mal nach links bewegt. Nach rechts bewegt. So, jetzt haben wir noch einen. Und diesen Synthesizer, den man im Hintergrund hört, das soll einen Herzschlag simulieren. Und der wird immer schneller im Lauf des Spielgeschehen. Das soll so ein bisschen den Spieler hektisch machen. Okay, weiter geht's. Also ich hab's mal geschafft, auch dank der Rückspulfunktion auf über 150.000 Punkte zu kommen. Ganz interessant ist, er kann die 100.000 nicht mehr anzeigen, der Atari, und somit geht quasi das Punktesystem wieder auf Null zurück. Ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, es war aber knapp jetzt. Ja, wie gesagt, der lässt sich nicht so leicht steuern. Jetzt kommt er rechts wieder raus irgendwo. Genau, da ist er. So. Wir werden mal so 10 Minütchen spielen, wie gesagt. Und wenn wir mal drauf gehen, dann benutzen wir mal die Rückspulfunktion. Ansonsten ist die Steuerung simpel gehalten. Auf den Feuerknopf schießen wir. Und das ist das Gehämmer, was ihr im Hintergrund hört. Und das war's eigentlich. Aber wie soll auch eine Steuerung auf einem Atari auch anders sein? So, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt gehe ich links raus und dann, wie ihr seht, oh, komme ich rechts wieder rein. So. So, dieses Geräusch signalisiert, dass wir ein Leben bekommen haben und das bekommen wir alle 5000 Punkte, das heißt bei 5000 Punkte, bei 10.000 Punkten. Und warum treffe ich den jetzt hier nicht? So, oh. So, jetzt meinte ich, dafür können wir jetzt nichts. So, jetzt spulen wir ein Stück wieder zurück. Und somit haben wir dann die Rückspulfunktion aktiviert.
Weil wie ich schon sagte, wie jetzt gerade eben, manchmal spawnen wir einfach in die Asteroiden rein. War früher unfassbar ärgerlich, weil man mühselig Leben gesammelt hat. Und wir, man die dann durch Pech dann verloren hat. Jetzt muss ich mich mal gerade konzentrieren. So, ich hoffe auch, dass diese Aufnahme vernünftig dargestellt wird. Es kann passieren, dass ihr vielleicht dann mal die Asteroiden seht und mal nicht. Oder mal das Raumschiff mal seht und mal nicht. Das Problem habe ich nicht nur ich, sondern auch andere YouTuber, die Atari-Spiele hochladen. Irgendwie scheint es ein Problem zu geben, Atari-Spiele vernünftig hochzuladen. Das ist so ein Problem, glaube ich, wie ich mal gelesen habe, welches wohl man mit Google Chrome angeblich nicht haben soll. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, extra erstmal Google Chrome zu installieren. So, ich hoffe, man sieht es vernünftig. Ansonsten tut es mir leid. Aber dieses Problem habe ich zum Beispiel, wenn ich die Atari-Kollektion der PlayStation 4 benutze. Dann habe ich das, das seht ihr auch bei zwei Videos von dem Spiel Yars Revenge. Da ist dieses Problem auch. Allerdings habe ich dieses Problem bisher noch nie gehabt, wenn ich den Atari selbst angeschlossen habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Aufnahme wird. Wie gesagt, wenn ich die Aufnahme auf den Rechner mir angucke, ist alles wunderbar. Und sobald ich sie hochlade, gibt es dann diesen seltsamen Fehler. Wenn einer dazu eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar, wenn man mir diese mitteilt. Ich habe letztens Besuch von einem Kollegen gehabt. Der Kollege ist etwas jünger wie ich. Der ist Ende 20 und ich habe ihn Atari vorgespielt. Also ich habe ihn angeschlossen und habe dann so zwei, drei Spiele gespielt. So, wir benutzen mal die Rückspielfunktion wieder. Und er war eigentlich ganz entsetzt. Jetzt lassen wir es auch so. Was ich denn da für ein Spiel spiele. Oder für Spiele spiele und warum ich daran so viel Spaß habe. Also er hat zu mir gesagt, er weiß nicht, was ich an diesen Spielen so sehe, aber ich sitze da mit einem Lächeln immer vor. Und das zeigt ja, dass es mir Spaß macht. Ich kann mich noch immer gut daran erinnern, zu Weihnachten, wenn mein Vater und ich vor den alten, wuchtigen Röhrenfernseher saßen, den Atari angeschlossen oder den C64 angeschlossen. Und dann solche Spiele spielten, das war für mich natürlich als Kind immer ein Highlight. Und heute erinnere ich mich gerne daran zurück, wie ich mit meinem Papa da wirklich doch ein bisschen Zeit verbracht habe. Da wird man immer so ein bisschen wehmütig. So, das muss ich mir ganz kurz konzentrieren. Wir haben unser Leben wieder. Ich bin mal gespannt, ich habe mir jetzt, das ist ja der Atari Flashback 8, der kam ja im letzten Jahr raus, und ich habe mir jetzt den Atari Flashback 9 bestellt, der kam 2018 auf den Markt, und der hat so ein paar Features mehr, wie ich gelesen habe, und auch fast komplett oder viele andere Spiele drauf, das freut mich natürlich. Und deswegen habe ich mir den bestellt. Ich werde vielleicht auch ein Unboxing davon machen. Aber definitiv werde ich davon auch Gameplay-Material aufnehmen. So, wir benutzen jetzt gleich mal den Hyperschall. Jetzt seht ihr, jetzt bin ich weg. Und jetzt bin ich irgendwo rausgekommen und weiß nicht wo. Und bin direkt... gespawnt. Und dann habe ich jetzt gerade wieder die Rückspulfunktion genommen, weil ich bin... in das Level wieder reingeschickt worden und direkt ist ein Asteroid wieder auf mich geknallt und ich hatte keine Chance auszuweichen. Und deswegen ist diese Rückspulfunktion gerade bei diesem Spiel Gold wert. Jetzt treffe ich hier gerade nichts. So, der letzte. Oh, ich habe mich jetzt ein bisschen doof bewegt. So.
Wichtig ist immer bei dem Spiel, sich nicht zu viel zu bewegen, aber auch nicht auf einen Fleck stehen zu bleiben. Das ist ein Fehler, den viele Anfänger machen, weil irgendwann ist man mal komplett eingekeilt. Man muss genau gucken, welche Asteroiden bewegen sich auf einen zu und welche weg. So, jetzt kommt die ganze Chose hier gleich von rechts an. Und deswegen bewege ich mich mal ein bisschen nach links und bewege mich jetzt hier raus und komme dann rechts wieder rein und bin quasi jetzt hinter den Asteroidenschauer hier. So, ich glaube, wir spielen schon wieder 10 Minuten. Dieses Spiel bockt so unfassbar. Okay, jetzt geht's hier weiter. Wie ihr seht, ein paar sind ja von mir weg. Und ein paar kommen auf mich zu. Und da muss man natürlich zuerst mal gucken, dass man die wegkriegt, bevor man sich auf andere konzentriert. Jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen. Manchmal ist es auch wirklich unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten. So, jetzt verschwinde ich wieder nach links raus. Und komme jetzt rechts wieder rein. Und irgendwie treffe ich gerade wieder nicht. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen bewegen, weil gleich kommen wieder die Asteroiden von rechts ins Bild. Also wenn ihr irgendwie Bock auf Retro habt, in welcher Form auch immer, ihr euch dann irgendwas davon besorgen könnt, besorgt euch auf jeden Fall Atari-Spiele, weil da steckt noch Ideen und Leidenschaft hinter den ganzen Spielideen. Weil man musste ja aus wenig Möglichkeiten viel, viel Spielspaß machen und das haben sie damals echt hinbekommen. Also meine Meinung. So, jetzt haben wir uns gut befreit. Jetzt darf ich nur nicht aufpassen, dass rechts gleich einer rausgeht, sonst trifft er mich direkt, weil ich doch ziemlich nah am linken Bildschirmrand war. So, wie ihr seht, die gehen jetzt alle rechts raus. Mal gucken, ob ich noch einen treffe, bevor die links wieder reinkommen. Ich glaube ja nicht. Wir lauern hier mal auf die. Oh. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Da haben wir ja auch im Hintergrund wahrscheinlich den Feuerknopf hier hört. Den malträtiere ich natürlich hier ganz schön. Weil zwischen ein bisschen Geschick, Glück und Übersicht braucht man auch einen schnellen Finger, damit man hier schnell den Bildschirm leer geschossen hat. So. Wie gesagt, den hätte ich jetzt gar nicht machen brauchen eigentlich, weil der hat sich von mir wegbewegt, aber ich wollte ein bisschen Übersicht hier haben. So, ich sehe jetzt aus dem Augenwinkel, dass die jetzt von rechts kommen und da habe ich gepennt. So, da habt ihr gesehen, ich bin in den Meteoritenschauer gespawnt worden und habe den Joystick nach unten gedrückt und somit habe ich Hyperschall oder Hyperschall, wie sich das hier nennt, eingesetzt und bin irgendwo rausgekommen. Ich hätte jetzt auch Pech haben können, dass ich jetzt anstatt links nach rechts am Bildschirm rausgekommen wäre. Und dann hätte ich direkt wieder, ohne selbst schuld zu sein, ein Leben verloren. Und deswegen ist dann dafür diese Rückspülfunktion richtig gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den hier auch noch wegkriegen. Und den hier auch noch, aber ich treffe gerade nicht. So, weiter geht's. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr dieses Spiel hier richtig bockt. Also, jeder, der mit diesen Spielen aufgewachsen ist, ich glaube, der kann nachvollziehen, warum ich gerade wieder ein Lächeln im Gesicht habe. Na? Irgendwie treffe ich gerade nicht. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt, wenn ich die jetzt zu nahe kommen lasse, dann wäre ich von beiden Seiten eingekesselt worden. So. Der Lilane hier, der guckt auf mich zu. Der hier. Und der Gelbe hier.
Und deswegen müssen wir mal genau gucken. So, wir haben ein neues Leben. Und ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Ne? Weil sonst habe ich hier gleich ein Problem. Oh, jetzt habe ich nicht gut geschossen. Das werde ich wieder in der Mitte spawnen. Und ich muss mich irgendwo hinbewegen. Ich weiß noch nicht, wo. Jetzt bin ich da oben. Jetzt habe ich wieder Hyperschall angewendet. Oder eingesetzt. Und da muss man sich immer suchen, wo man gerade ist. Und ich bin jetzt gerade rechts oben rausgekommen. Und wenn man natürlich so ganz viele Asteroiden noch hier rumschweben hat, dann muss man erstmal gucken, dass man sich irgendwie findet auf der Schnelle. Man hat natürlich auch nicht zu viel Zeit zum Schauen. So, jetzt haben wir nur noch einen. Und da haben wir wieder den nächsten. Und dieses Spiel geht halt, wie damals alle Spiele von Atari, unendlich. Ne? Also ich kann jetzt hier tagelang spielen, übertrieben gesagt. Und jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Ja, so schnell war ich jetzt nicht. So. Ja, wie jetzt auch. Jetzt bin ich wieder ganz doof gespawnt. Und hatte nicht viele Chancen, irgendwie mich zu verteidigen. Aber jetzt geht's. Jetzt kommen die gleich. Ne, doch nicht. Jetzt kommen sie gleich rechts, links wieder raus. Aber es sind nur eine. So. Und weiter geht's. So, der kommt mir jetzt zu nah. Jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder nach rechts, nach links. Damit wir gleich rechts wieder rauskommen. So, jetzt haben wir 40.000 Punkte. Ich würde sagen, wir versuchen mal irgendwie die 50.000 heute vollzukriegen. Sprach ich und geh drauf. Und dann werden wir die Aufnahme dann spätestens da beenden. Weil zu lang will ich das jetzt hier auch nicht machen. Weil wir haben jetzt schon wieder gute 15 Minuten auf der Uhr. Ja, oder ich mache die 20 Minuten voll. Ich schau mal, wie ich das hier gleich mache. Ich kann mich auch davon nicht losreißen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen. So, das war jetzt wieder wichtig, einen Überblick zu behalten und sich ein wenig zu bewegen. Ich gehe jetzt mal rechts raus. Damit ich hier links wieder reinkomme. Und so habe ich mich quasi wieder hinter den Asteroidenschauer versteckt oder begeben. Das kann man auch wunderbar zu zweit spielen. Natürlich nicht zusammen, also zeitgleich, sondern halt abwechselnd. Und dann gilt es halt, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So wie das bei den meisten Spielen früher war. Da hat man quasi allein gespielt. Oder halt abwechselnd. So, jetzt bin ich genau in den Asteroidenschauer eingesetzt worden. Und jetzt habe ich gerade den Hyperschall angewendet. Und kam ein Stückchen weiter rechts raus. Und bis ich mich gefunden hatte, bin ich getroffen worden. Wie gesagt, ich werde jetzt die Rückspulfunktion jetzt wahrscheinlich nicht mehr benutzen, damit die Aufnahme auch nicht zu lang wird. Also ich habe das heute Morgen auf die Spitze hier getrieben und habe das ab knappe 160.000 Punkte gemacht. Ich glaube 153.000 oder so, 152, ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal so zwischen 150 und 160.000 war ich. Und da habe ich echt lange gespielt. Und ich habe auch nur aufgehört, weil ich dann irgendwie auch vom Kopf her erschöpft war. Weil irgendwann ist es auch mal ganz schön anstrengend. So, weiter geht's. Jetzt muss ich aufpassen. Die schleichen sich hier gerade von hinten an. Ich versuche gerade links mal alles frei zu machen, dass ich mich von links nach rechts wieder bewegen kann. So, da sind wir. Und somit hätten wir eine ganz gute Ausgangsposition. Natürlich darf ich nur nicht zu blöd sein zum Treffen. So. Und da sind wir wieder. Jetzt haben wir 49.000 Punkte. Wie ich schon sagte, bei 50.000 werden wir mal die Aufnahme beenden.
mich wieder ein bisschen sputen, weil von rechts kommen die wieder, die Asteroiden. So, ein neues Leben haben wir auch bei 50.000. Jetzt habe ich zu viel Schwung genommen und das ist das Gefährliche, weil er bremst ja so nicht ab. So, jetzt muss ich aufpassen, wo ich rauskomme. Oh. Mitten in den Gefahrraum. So, das hätten wir gut hinbekommen. Und wenn wir jetzt die hier alle weggeschossen haben, dann werde ich auch die heutige Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich auf jeden Fall, aber das ist bei mir ja nichts Neues bei Retro-Spielen. Und ich werde mich schon mal verabschieden, weil der nächste Schuss beendet die Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer MyGamingWorld81.